Und Martin Schulz hat Ihnen noch die Vizekanzlerschaft angeboten. Wäre das auch was für Sie? Keine Antwort ist an der Stelle auch eine Antwort. Weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist. Ja. Restlos klar wird, Frau Bundeskanzlerin, wenn Horst Seehofer nach dem 24. September wieder kommen sollte und sagte, jetzt schreiben wir die Flüchtlingsobergrenze doch fest, oder er will ja auch keinen Koalitionsvertrag unterzeichnen ohne Flüchtlingsobergrenze, dann, so verstehe ich Sie, bleiben Sie knallhart beim Nein. Oder ist es absolut, so wie bei der Pkw-Maut, wo Sie erst sagten, ja, ich habe schon gedacht, dass es wieder kommt. Also, zur Obergrenze ist meine Haltung klar. Das heißt, ich werde sie nicht akzeptieren. Wir haben die Gemeinsamkeit, dass wir reduzieren wollen, ordnen, steuern wollen, dass wir Fluchtursachen bekämpfen. Und ich glaube, damit erreichen wir das, was wir wollen, auch ohne eine solche Obergrenze. Ich muss in meiner Verantwortung danach gehen, wie viel Zuwanderung wir im Lande vertragen können, damit die Integration gelingt. Übrigens eine Aussage auch des Papstes. Und da muss man natürlich darüber sprechen, dass es den Missbrauch des Asylrechts gibt. Da muss